Hochkompetente Community! Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Switch haben wollt, aber nicht genügend Geld dafür habt? Ich dachte mir, hey, warum baust du dir nicht einfach deine eigene Switch? Weil ich aber nicht so gut in Elektronik-Sachen bin und auch nicht meine Wii U zerschneiden wollte, bauen wir stattdessen eine Handyhülle, die aussieht wie eine Switch. Und ich würde sagen, fangen wir an! Okay, als erstes brauchen wir irgendeinen Pappkarton. Ich finde, am besten eignet sich hier ein Umzugskarton, weil der eine, ja, ziemlich gute Dicke hat. Außerdem brauchen wir natürlich noch eine Vorlage von einer Switch und ganz wichtig ein Cuttermesser. Die weiteren Materialien erkläre ich im späteren Verlauf des Videos. Als erstes schneide ich eine Grundfläche mit den Maßen 10,6 x 21 aus, also ungefähr 1:2. Das Ganze brauchen wir viermal. Die erste davon können wir gleich einfach beiseite legen, da kommt nämlich später einfach nur unser Handy drauf. Aus der zweiten Pappe müssen wir ein Rechteck ausschneiden, das die genauen Maße wie unser Handy hat. Das heißt, unser Handy passt dann genau in dieses Rechteck rein. Dieses Loch müssen wir auch in die nächsten beiden Pappen schneiden. Aber hier ist das Besondere, dass wir zusätzlich noch diese Halterung ausschneiden, in die wir dann später die Seitencontroller reinstecken können. Am Ende sollte das Ganze dann so aussehen. Wenn wir dann alle vier Teile haben, können wir uns den Side-Controllern widmen. Dafür brauchen wir vier Teile mit der gleichen Grundhöhe wie unsere Pappe vorhin hatte, die aber nur eine Breite von 3,5 cm haben. Außerdem brauchen wir noch vier weitere Pappen mit einer Breite von 5,5 cm. Die ersten Teile, also die mit 3,5 cm, werden unsere Grund- und Deckflächen. Wenn wir hier die Ecken abgerundet haben, sind wir eigentlich fürs Erste schon mit denen fertig und können sie zur Seite legen. Die Teile mit der Breite von 5,5 cm werden auch abgerundet, aber hier müssen noch die Verankerungen reingeschnitten werden. Das Ganze sollte dann so aussehen. Beim Ausschneiden der Verankerung ist es hier aber besonders wichtig, darauf zu achten, dass es dann auch wirklich in die Verankerung an unser Mittelteil passt. Nicht, dass wir da später noch irgendwelche Probleme kriegen. Nachdem wir geprüft haben, dass die Verbindungen wirklich passen, können wir uns jetzt wieder dem Mittelteil zuwenden. Zuerst haben wir die Grundfläche. Auf die kleben wir die beiden Mittelstücke mit der Verankerung und schließlich noch die Deckfläche ohne Verankerung. Danach legen wir das Ganze erstmal weg, weil es trocknen muss. Währenddessen können wir uns wieder um die Side-Controller kümmern, denn da müssen ja auch noch die Knöpfe und Sticks dran. Für die Knöpfe verwende ich hier Patronenhülsen, die ich früher mal bei einer Biathlon-Schießanlage als kleines Kind aufgesammelt habe. Ihr könnt aber auch einfach irgendwelche anderen zylinderförmigen Gegenstände nehmen. Die können wir gleich als Schablone nehmen, um uns Vorzeichnungen auf unserer Deckfläche zu machen. Danach empfiehlt es sich wirklich mit einer Nadel mal kurz durch den Mittelpunkt zu stechen, damit man auch für die unteren Schichten gleich alles identisch hat. Für die Sticks brauchen wir einen Stab, der an einer Kugel befestigt ist. Ich habe sowas zum Glück noch aus einem alten Magnetbaukasten, mit dem ich früher gespielt habe. Hier müssen wir darauf achten, dass die Kugel nicht größer ist als drei Schichten, weil sie genau zwischen diesen drei Schichten sein muss am Ende. Jetzt bereiten wir mit einer Lochzange die Löcher für die Knöpfe vor. Die Löcher müssen hierbei nur in die obersten drei Pappen gestochen werden, weil wir die unterste Pappe noch als Klebefläche benötigen. Wenn wir die Löcher alle ausgestochen haben und auch nochmal geguckt haben, dass die Patronen wirklich durchpassen, können wir jetzt die Löcher für die Kugel ausschneiden. Die sind leider zu groß für die Lochzange, deswegen müssen wir das mit dem Cuttermesser erledigen. Dazu machen wir in die Deckfläche einfach ein Loch, was ein bisschen kleiner ist als die Kugel, einfach damit wir den Controller rumdrehen können, aber die Kugel trotzdem nicht rausfällt. Das Loch in der mittleren Schicht, also der Schicht genau darunter, muss genauso breit sein wie die Kugel, weil sich hier dann der Mittelteil der Kugel befindet. In der dritten Schicht kann das Loch ruhig wieder ein bisschen kleiner werden. Und wie ihr seht, wenn wir die Kugel jetzt reinstecken, können wir die so drehen und sie ist fixiert, ohne dass wir irgendwas ankleben müssen. Nachdem wir geprüft haben, dass alles wirklich passt, können wir die Seitencontroller zusammenkleben.
Hierauf müssen wir aber achten, dass wir die Kugel beim Kleben schon einsetzen, weil wir danach keine Möglichkeit mehr haben, sie zwischen die Schichten zu bringen. Wenn wir auch hier wieder alles zusammengeklebt haben, müssen wir auch das wieder etwas trocknen lassen. Während des Trocknens können wir aber schon mal eine Unterlegscheibe oben auf die Sticks draufkleben, damit wir die auch später mit unserem Daumen ordentlich bewegen können. Nachdem die Controller getrocknet waren, bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Denn durch das Kleben hatten sich die Löcher ein bisschen verschoben und die Knöpfe passten nicht mehr so wirklich gut rein und klemmten. Um das zu beheben, hole ich einen Akkuschrauber und bohre die Löcher nochmal nach, damit die Knöpfe genügend Spielraum haben. Wenn dann alles richtig funktioniert, brauchen wir 8 Kugelschreiber. Aus denen nehmen wir die Federn raus und schneiden bei jeder Feder oben ein kleines Stück ab, weil sie sonst zu lang sind. Nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt eine Heißklebepistole nehmen und die Federn unten auf der Grundfläche der Controller ankleben. Das heißt, die Federn zeigen jetzt durch die Löcher nach oben raus. Und wir können jetzt auf die Federn oben drauf unsere Patronenhülsen kleben. Hier ist aber das Problem, dass durch den Heißkleber teilweise die Federn verkleben und sich danach nicht mehr wirklich bewegen lassen. Deswegen muss man hier wirklich vorsichtig sein, wie viel Kleber man dann letztendlich verwendet. Bei mir zum Beispiel haben sich am Ende nur noch 2 von den 8 Knöpfen bewegen lassen. Wenn auch das dann alles getrocknet ist, können wir die Side-Controller an den Mittelteil stecken und sind fertig. Eventuell muss man hier nochmal ein bisschen nachbessern, falls irgendwas klemmt, aber das ist eigentlich kein großes Problem. Zum Schluss können wir dann noch den Plus, Minus und den Home-Button mit einem schwarzen Fineliner draufmalen. Und zack, fertig ist die Deko-Switch. Ach so. Ich wollte die Switch eigentlich verlosen, um das dann in den Titel zu schreiben und damit mehr Klicks abzusahen. Dann habe ich mich aber gefragt, wer sich überhaupt für sowas interessieren würde. Also werde ich es jetzt wahrscheinlich lassen. Außer natürlich, es findet sich irgendjemand bis zum 5.4., der sagt, hier, ich möchte unbedingt so einen Pappteil haben, das ist mein größter Traum. Dann kann der das natürlich gerne haben. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!